Ja, herzlich willkommen hier zum Duisburg-Quiz. Wir fangen einfach mal ganz einfach hier an mit der ersten Frage. Wie viele Einwohner hat jetzt eure neue Stadt, also Duisburg? A wären 123.000, B 207.000 oder C 491.000? Ich sag B. Du sagst B. Ich nehme dann C. Du nimmst C. Alles klar. Ja, C ist auch richtig, Budi Enzner für dich. Okay, wie viele Stadtteile hat Duisburg? A 32, B 14 oder C 46? Du hast einen Anfang gemacht, ne? Dann mache ich mal den Anfang. Ich sage A. Du sagst A 32. Okay, was sagst du? Ich sage auch A, ja. Ist leider falsch. Also Duisburg hat 46 Stadtteile. Also wäre C richtig gewesen. Was legt 2010 für einen Tag den Verkehr auf der Autobahn A40 lahm? A. Ein gesetzlich verordneter autofreier Sonntag wegen der Ölkrise. B. Hunderttausende feiern beim Stillleben Ruhrschnellweg auf der dafür gesperrten Autobahn. Oder C. 2000 MSV-Fans protestieren mit einem Sitzstreik für die Lizenz. Ich sag mal B. Du sagst B? Okay. Ich würde auch B sagen. Ja, B ist auch richtig. An welchem Rheinkilometer mündet hier die Ruhr in den Rhein? A 378, B 780 oder C 912? Das ist natürlich jetzt auch schon eine schwere Frage hier. Ich kann mal jetzt verraten, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, viel Ahnung habe ich davon auch nicht, aber A. Du sagst A? Ja. Komm, dann sag ich B. Du sagst B. Buddy, muss ich sagen, B wie Buddy, passt schon. Das ist richtig. Dann wird's bald, ne? Ja, so. Wie heißt der aktuelle Oberbürgermeister von Duisburg? A. Sören Recht, B. Sören Mittig oder C. Sören Link? Ich würde jetzt sagen Sören Link. Gudi, sagst du auch noch was? Oder? Ich schließe mich an. Du schließt dich an. Ja, das ist auch richtig. Sehr gut, Jungs. Ihr seid gut informiert. So, Frage 6. Er redet immer nur mehr oder nur nach. Nein. Kann ich ja. So, deine eigene Antwort. Hab ich ja gemacht. Okay. Frage 6. Wie viele Tiere könnt ihr in unserem herrlichen Duisburger Zoo bestaunen? A. 1902, B. 8981 oder C. 5418? 8000 Tiere gibt es ja nicht, ey. 8000 Tiere? Ich weiß nur, dass das so schön ist. Mehr weiß ich aber nicht. Ich war einmal da, aber schon was her. Ich sag A. Du sagst A. C. Du sagst C. Ja, B wäre es gewesen, also 8981 Tiere leben im Zoo. Wie heißt der berühmt-berüchtigte Kommissar aus den Duisburger Folgen des Tatorts? A. Jupp Kaminski, B. Horst Schimanski oder C. Pitt Piwonski? Sag mal, was A und B? Ich sag auf jeden Fall A. Du sagst A, also ja. Du bist Jupp Kaminski. B wäre Horst Schimanski oder C. Pitt Piwonski? A. Ist leider falsch. B, ne? Ja. B wär's gewesen, genau. Ich weiß immer noch die falsche Fährte. Ja, Jungs, wir kommen jetzt einfach mal zu den MSV-spezifischen Fragen. Seit wie vielen Jahren gibt es bei den Heimspielen unser Blindenradio Zebra FM? A seit 5 Jahren, B seit 9 Jahren oder C seit 13 Jahren? C. E. Richtig, Josh, C ist richtig, seit 13 Jahren. Frage 9. Wann wurde der MSV deutscher Vizemeister? A. 1912, B. 1964 oder C. 1999? B. Ja, B sag ich auch. Ist richtig, sehr gut. Also immer noch. Hast du keine Regelnütze? Hä? Wie viele Neuzugänge hat der MSV bislang in diesem Sommer verpflichtet? A. 13, B. 11 oder C. 12? C. 12, sagst du? Ja. 12. Ist auch richtig. Sehr gut, Jungs. Ja, damit ist das Quiz auch beendet. Josh und Buddy trennen sich mit einem Unentschieden hier. Fertig. Ja,